Zack. Dann wieder alles zurückgepackt. Das da rein. Da das rein. Oh Mann, nee. Was ich schon wieder hier Zeug drin hab. Das. Sand, 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 Sand. Cobblestone-Gedönse, Steinziegel, Diorit, Andesit. Achso, ja, hier lieber Triolo, ne? Diorit, Granit und Andesit. Das sind die drei neuen Steine, die dazu gekommen sind. Warte mal, Sand müsste doch da hinten irgendwo sein, oder? Glasscheiben, Sandstein, Gedöns, okay. Glatter Sandstein, Sand und gemeißelter Sandstein. Machen wir den. Wo ist denn der Sand? Wo ist denn der Sand? Hallo, Sand? Nee. Nee, nee. Ah, da oben, Sand. Sand und Sandstein, hä? Wo ist denn da? Hä? Hä? Nee. Machen wir denn hier auch nochmal Sandstein? Komisch. Komisch. Sandstein. Nehmen wir den doch hier so mit. So, und hier machen wir alles komplett voll mit Sand. So. Na, da. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Das ist ein bisschen viel für die Sortierung. Ja gut, dann nehmen wir den da. Oh, warte. Na? Shift? Ja, Shift. Shift war das. Machen wir das dann. Ach. Oh, mach's doch einmal richtig. So, zack. Zack, zack und zack. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 Items. Gut. So, hier. Nee, das ist nicht. Das ist hier. Ja, gut, machen wir das so. Ja. So ist es einfacher. Zack, zack. Und dann hier noch Sandstein. Voll hoch konzentriert. So, gut. Passt. Kommst du wieder zurück und nee, du nicht. Du. Hä? Achso, okay. Gut, dann nicht. Kruschelkrams kommt hier rein. Ja, kommt das auch mal da rein. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen. Also wir haben die Kompasse. Jetzt brauchen wir noch hier Dingensgedönse. Papier. Papier, Papier. Ein schwarzer Hase. Cool. So, Kaffee. Oh. Wow. Kalter Kaffee. Naja. Mir hat mein Chef mal gesagt, kalter Kaffee macht schön, dann muss ich auch mehr trinken. Wo er recht hat. Ja. Und, ja, Themen. Ja, Themen habe ich, wirklich ein paar. Also viele. Viele, viele. Ein, zwei, viele. Unter anderem, was mir jetzt so in der letzter Zeit aufgefallen ist, ich muss hier noch einen Weg drumherum bauen. Das fällt mir auch noch auf. Was gehört in ein Let's Play und was nicht? Also da gehen ja die Meinungen definitiv auseinander. Und, ist auch nicht weiter tragisch. So, warte mal. Papier mache ich. Ah. Bäh. Komm. Ach komm. Was soll denn der Geiz? Wir haben doch genug. Definitiv haben wir genug. So, ich glaube, ich hätte sogar noch irgendwas in der. Im Lager gehabt. Naja, ist auch egal. Da gehen definitiv die Meinungen auseinander. Und zwar. Oh, guck mal hier. Und zwar. Was man in einem Let's Play oder sowas. Ach. Was man in einem. Mensch, seid doch mal ruhig. Was man in einem Let's Play jetzt sagt oder nicht. Was man mitteilen möchte, was nicht und so weiter und so fort. Da geht ja die Meinung wirklich weit auseinander. Also zum Beispiel, was habe ich denn? Ja, hier, persönliche Meinung. Jeder hat das Recht auf eine Meinung. Auf seine eigene. Ihr habt eben das Recht auf meine. Und, ja. Ne, ist so.
Natürlich sollte die persönliche Meinung nicht unbedingt, was habe ich aufgeschrieben? Ja, sollte den Prinzipien auf jeden Fall entsprechen. Also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht sagen, oh, Kirche ist toll oder so. Weil das ist nicht meine Meinung, das wäre dann, falsch. Das wäre definitiv falsch. Weil ich stehe nicht dahinter und, ja, ihr solltet das auch wissen. Und auf der anderen Seite solltet ihr natürlich auch meine Meinung respektieren. Wenn ihr natürlich anderer Meinung seid und wollt mich überzeugen, kein Ding. Ich höre gern zu. Und ja, wenn es natürlich schlüssig ist, dann lasse ich mich auch gern mal überzeugen. Ist ja nicht das Problem. Dann solltet ihr natürlich nicht manipulativ sein. Ja, man sollte auf jeden Fall auch auf die eigene Meinung hinweisen und eben auch mit Fakten belegen. Ist ja logisch. So, jetzt gucke ich hier nochmal. Ob wir hier noch irgendwo Zuckerrohr haben. Ach, guck mal hier, da sind noch 40 Kakteen. Sowas. So. Da noch was? Nee. Da? Nö. Gut. Ja. Ah, Mann, ey. Frosch im Hals. Entschuldigung. Ja, ich muss gerade mal einen Schluck trinken. Während wir auf den schwarzen Hasen blicken, der sich ganz genüsslich die Karotten anguckt. Hm. Hallo. Na, alles klar? Warum hast denn du keine Angst? Hm? Hm, komisch. Normalerweise müsste der Angst haben, oder? Naja. Alter, der Frosch, der geht nicht weg. So. Dann die... Nee, warte mal. Wie macht man jetzt nochmal eine Map? Ich glaube, nee, so nicht. Ja doch, dann brauche ich doch die Kakteen. Oh, die Kakteen, sag ich. Die. Ja, das sind sie doch. 8 leere Karten. Ja, Nummer 8. Das sind 16. So, und dann Nummer 4. Ja, gut. So, was haben wir jetzt noch an Papier? 22. Ah, ne, hier noch. So, 50. Gut. Das kommt dann auch erstmal hier rein. Und das kommt hier rein. Und die. Erde kommt da rein. Ja, komm, machen wir das so. Da haben wir den Kies. Da haben wir noch Sand, 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 okay. Nee, da. Sand, 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 Sand. Ja, klar, eigene Meinung. Darf jeder vertreten, darf auch jeder haben. Sollte natürlich auch mit Fakten belegt sein, habe ich auch eben auch schon gesagt. Und, ja. Ja, da wären wir auch schon bei den, wegen Fakten und sowas, bei Themen, die natürlich sachlich recherchiert werden müssten oder müssen, also in meinen Augen müssen, hatte ich ja das letzte Mal mit den Salafisten, ist ja auch wieder so ein brandgefährliches Thema in meinen Augen, definitiv. Und, ja, so, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo fangen wir jetzt an? Wo fangen wir jetzt an? Ich würde sagen, hier. Gut, machen wir uns... Wow. Ja, das ging ja ratzefatze. Hätte ich ja nicht gedacht. Ist das auch ein neues Ding? Neues Feature oder was? Ja, okay, gut. Wenn ich jetzt... Wo muss ich denn jetzt langlaufen? Da lang? Tatsache. Okay, wenn ich dann da lang laufe... Ja, kriege ich schon eine neue. Na, eine. So, ich laufe jetzt aber noch ein bisschen weiter rüber. Nicht, dass ich da die gleiche Karte bekomme. So, und zack. Haha, cool. So, das wären die zwei. Lassen wir das so oder gehen wir noch eins weiter? Ich hätte ja gerne noch die Eisengolem-Farm drauf. Ja, ihr fragt euch bestimmt auch, was will der jetzt? Hä? So, zack und zack und zack. Warte mal, jetzt brauche ich erstmal die Karte noch. So, damit ich auch weiß, in welche Richtung ich gehen muss. Ja. Wird ja super aktualisiert. Naja, okay. Ich sehe ja ungefähr, wo ich da hin muss. Oh, Creeper. Nein, 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 nein. Wow. So. Mein lieber Mann. Immer diese scheiß Creeper. So. Wird es jetzt angezeigt? Nee, immer noch nicht. Gibt's doch nicht. Naja. Oh, aber ein schönes Kreuz haben wir auf der Karte, ne? Schick. Ja.
Was habe ich denn jetzt mit den Karten vor? Ja, wartet's doch erstmal ab. Sei doch nicht so ungeduldig, Mensch. Junge. So. Erstmal hier aufmachen. Nochmal auf die Karte gucken. Hallo, Karte. Ist ja geil. Ich krieg den Punkt nicht richtig angezeigt. Naja, okay. Das ist dann... Boah, müsste doch hier schon die neue Karte sein. Warte mal, jetzt... Ah! Die Karte erstmal dahin, die Karte dahin und die jetzt hier. Und dann... Zack! Passt das so? Nee, das war die falsche. So, zack und zack. Ja, das passt so. Gut. Das hätten wir dann hier. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, noch runter. Definitiv. So, wie komme ich denn jetzt da hinten hin? Ja, da muss ich außen rumlaufen. Gut, gut, gut. Ja, Themen müssten, sollen, müssen. Oh Mann, ey. Müssen sachlich recherchiert werden und objektiv betrachtet werden. Das hat ja der Trivelo sehr gut hinbekommen mit der Hugisa. Also da nochmal riesen Respekt dran. Also ich weiß nicht, ob ich das so gut hinbekommen hätte. Wahrscheinlich gar nicht. So, zack, zack. So. Tun wir die Karte mal weg und die dahin. Sachlich recherchiert werden und natürlich auch mit Quellenangaben, ja, kann man machen. Sollte man auf jeden Fall machen. Ist jetzt nicht unbedingt ein Muss, glaube ich. Aber wäre auf jeden Fall von Vorteil, wenn sich eben andere Leute noch darüber informieren wollen. Ich meine, man kann ja sagen, ja, ich habe jetzt hier recherchiert und so weiter und so fort. Und, na, so, zack. Okay, jetzt müsste auch schon die neue Karte aktiv werden. Jawohl. So, dann gehen wir in die Richtung. Machen da noch eine Karte. Ja, dann muss ich die nachher noch sortieren. Na, das wird ein Spaß. Ja, objektiv betrachtet, wenn man eine eigene Meinung hat, sollte man die auf jeden Fall auch kennzeichnen. Also definitiv sagen, ja, das ist jetzt meine Meinung und so weiter und so fort. Hä? Ach, da unten. Hallo? Zombie-Villager auch noch. Zombie-Villager auch noch, okay. So, wo sind wir jetzt? Ja, das ist die... Oh, da hinten ist noch Lava. Krass. Nicht schlecht. So. Ah, ja, okay. Jetzt kann ich die Karte noch ein bisschen aufdecken. Ich sollte erstmal gucken, wo ich langlaufe. So, die Karte ist jetzt auch komplett aufgedeckt. So, jetzt gehe ich erstmal da runter. Und hängen mal die ganzen Frames auf. So, ihr werdet euch wahrscheinlich schon denken können, was ich jetzt da gemacht habe. Hoffe ich doch. Hier steht die Sonne, ja, okay. Bis ich da unten fertig bin, ist es eh wieder dunkel. So. Also, die Frames kommen jetzt hier an die Wand. So. Die weg. Und die weg. So, Fackeln, da. Kommt da eine hin und da noch eine hin. Wo ist die andere Fackel? Da. Ja, komm, machen wir hier noch zwei hin. Hier müsste ich, glaube ich, auch noch ein paar hinmachen. Ja, bloß wo, das ist die Frage. Ja, komm. Fackel waren à la Trivolo. Gut, so, was haben wir hier? Da haben wir... Ja, das müsste eigentlich die untere sein. So, dann... Die? Nee, passt nicht. Verdammt. Die? Ne, die auf jeden Fall nicht. Die müsste dahin kommen. Passt es so? Weiß ich noch nicht. So, diese Karte. Ah, das ist die hier. Okay, das passt schon mal nicht. Moment, Moment, Moment. Ich habe jetzt hier noch zwei Karten. So, du bist... Die? Auch nicht. Hä? Wo ist denn die andere Karte? Hallo? Karte? Ach, da. Oh. So, nee, auch nicht. Hä? Moment. Also, du müsstest doch jetzt dahin. Ah, siehst du.
So wird ein Schuh draus.